Der Alte hat doch eine Schelle in Gehirn. Weißt du noch, wie er auf dem Hof steht und nach seiner Alte schreit? Margret! Ja, mein Bärchen. Gib den Lehrling mal 44 Pfennig. Er soll nach dem Bäcker hin. 4 Stücken Hefeextrakt. 1 kostet. Warte mal. 11 Pfennig. Hier, Walter. Aber erst soll er die Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen? Margret, wie denkst du? Der Junge soll was lernen. Zum Beispiel zum Bäcker laufen und Hefeextrakt holen. Sehr lehrreich. Immer wenn ich mal was will. Ist der Lehrling zu schade. Aua, Meister. Sag mal, Eckhart, wieso lässt du den Lehrling Leinspiele abhalten? Dafür ist mir mein Geld zu teuer. Ich war gerade bei den Flaschenspülen, Meister. Pappelopp, ich hab das genau gehört, dass ihr meine Familie nachgeäfft habt. Sag mal, müsst ihr denn immer alles kaudisieren? Könnt ihr nicht mal mit Sinn und Verstand eure Arbeit nachgehen? Welche Arbeit denn, Chef? Ist ja keine da. Wieso? Keine Arbeit. Ich werd euch was mit keiner Arbeit. Jäger, replikier mal dieses Ofenrost. Mensch, Chef, da kann ich doch ein neues nehmen. Nö, das können wir selber billiger herstellen. Dann nimmst du Metallstücke aus der Restekiste. Ja, Chef, wenn Sie meinen. Und wenn er? Ja? Dann nimmst du dir so ein Behältnis. Hä? Und denn? Ja, dann gehst du in den Garten. Brombeeren pflücken. Brombeeren pflücken? Saublöde Arbeit, Meister. Sag mal, Werner, sollst du meckern? An die Arbeit. Stück für Stück pflücken. Und dass du mir keine einverleibst. Ja, Meister.